Ja, und da sind wir wieder bei The Violinist of Hamelin, dem lustigen neuen Jump'n'Run bei mir im Channel. Ja, der gute Hamel wartet hier schon und ihm ist ein bisschen langweilig. Und ich schau mal, wo das letzte Mal unser Viech hingerannt ist. Ist ja wirklich weg. Und genau, ich kann übrigens noch mit meinem Mantel so ein bisschen schweben. Habt ihr gerade gesehen. Kriege ich aber auch nicht immer hin. Ah ja, aber jetzt habe ich das Problem, dass ich den ja brauche. Ich hoffe, der kommt jetzt mal gleich wieder. Weil anders komme ich jetzt hier nicht hoch. Hilfe! Ich kann ihm ja sagen, dass er sich wieder umziehen soll. Ah, da kommt sie schon. Angerauscht. So. Und das Ganze nochmal. Ey. Oh, Leute, was ist denn das? Ich habe ganz vergessen. Da ist ja auch eine Zeit. Oh, und ich hab natürlich mir einfach ein bisschen Zeit gelassen. Oh, nee. Oh, schnell zum Ende. Was ist das denn? Ein Froschkostüm? The Frog? Oh, und da bin ich wieder drauf gegangen. Oh, nee. Nicht nochmal. Okay. Also das Level kennen wir ja mittlerweile schon richtig gut. Also, warum nicht nochmal? Ja. Oh. Da wurde der Schuss abgeblockt von den Steinen. Oh. Habt ihr gesehen? Manche Töne sind irgendwie, Wie habe ich denn das eben gemacht mit der, Habt ihr das gesehen? Der hebt die Note voll ab. Oh. Egal. Das sind so Sachen, die ich dann vielleicht auch noch nicht so richtig weiß. Aber da kommen wir schon noch dahinter und ja, wir holen uns erstmal wieder das Leben. Und das nächste Mal sollte ich dann, wenn ich Pause mache zwischen meinen Videos, auch wirklich eine Pause machen. Sonst ist nämlich die Zeit um. Und ihr seht, die Zeit, die ist relativ, Entschuldigung, die Zeit vergeht da relativ schnell. So, Leben haben wir. Und wir haben ja schon das Froschkostüm eingesammelt und vielleicht kann die Gute ja einfach da lang gehen. Okay, jetzt aber eigentlich sofort zurück. Nämlich keine Zeit. Da ist er auch schon wieder. Los! Oh! Oh! Hallo! Okay, hier kann ich einfach drüber springen. Oh, das hätte beinahe auch nicht geklappt. So, die Knete noch schnell einsammeln. Das Froschkostüm. Okay, das werden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich brauchen. Ja, da komme ich nicht hoch. Wir schauen mal, was macht das? Frog jumps high when ridden. Okay. Umziehen. Oh. Haha. Geil, oder? Rup. Okay. Dann ins Goal und dann haben wir es geschafft. Endlich. Wir haben 2 Sterne eingesammelt und den Flut Condition Bonus leider nicht bekommen, so wie es aussieht. Und können jetzt ins nächste Level. Und ihr habt ja gesehen, eigentlich sind so ein Level gleich mehrere Level. Okay, ich sehe schon, was wir hier brauchen. Wir brauchen hier wieder den Frosch. Los. Oh, nee. Oh, nee. Kommst du wieder zurück? Okay, so am besten. Und jetzt Froschkostüm. Yeah. Und hoch. Oh. Oh. Ich springe einfach durch. Es klappt wirklich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwo vielleicht ein Leben oder so war. Okay. Stopp, stopp. Hier machen wir mal Pause. Weil hier komme ich ja auch so hoch. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Okay, dann doch nochmal den Frosch. Okay. Hoch. Oh, und da war so eine Note oben. Okay, aber jetzt reicht's. Also, runter. Und auch halt wieder typisch für Square Enix-Spiele tolle Musik. Stehe ja total auf Musik. So.
Ja, das war mir klar, dass die mich wieder anschießen will hier. Hat die sich gerade gebückt? Oder nee, ich habe sie getroffen. Jetzt nur die Frage, wie kommt sie hoch? Ich habe da schon so eine Idee. Also, jump. Genau. Oh. Und jetzt muss sie hier genau die richtige Frequenz erwischen, sonst springt sie nämlich genau in die Stacheln rein. Und sie schafft es auch noch, sehr gut. Und ja, jetzt sind wir hier im nächsten Level. Und wie funktioniert das? Achso, hier muss ich das mit der Note wohl ansprayen. Und dann geht's los. Oh, oh, da hat sie aber nur ganz knapp auf dem Podest gestanden. Bisschen mehr aufpassen. Ja, so ist schon besser. Oh, Fledermaus. Was haben wir hier? Ah, da war irgend so ein Viech drin. Ich glaube, ich gehe dann auch irgendwann nochmal zum Shop zurück. Weil man konnte sich ja dieses Teil kaufen, dass man eben kein Geld verliert. Wenn man irgendwie Blödsinn macht. Ah, okay. Ich verstehe, was hier zu tun ist, glaube ich. Oh! Oh! Oh, nee. Jetzt ist sie weg, oder was? Ah, nee, da kommt sie. Hey! Ah, ja. Okay, das wieder zurück. Hallo, ich möchte da hoch. Hat schon wieder nicht geklappt. Das ist nämlich bestimmt ein Leben. Okay, einmal versuchen wir es noch. Ich habe ja nicht so viel Zeit. Ob ich den Frosch brauche? Nee, ich glaube nicht. Es funktioniert einfach nicht. Okay, egal. Ich lasse es einfach und mach weiter. Kommst du mal wieder? Da ist er, ja. Oh, jetzt wäre ich beinahe selber runtergefallen. Ja, diese Geschicklichkeitsspiele, die sind echt nicht so meine Stärke, aber das macht ja auch gerade so ein bisschen Spaß. Ach, seht mal, Leute. Ich komme ja auch so hoch. Kaum draufstellen. Ja, natürlich. So funktioniert's. Dann sammeln wir natürlich alles ein. Und holen das nächste. Drüber. Und hier oben. Und das war's schon. Das war ein ziemlich leichtes Level. Da musste ich eigentlich fast gar nichts machen. Oh. Ganz bekanntes Lied im Hintergrund. Ich glaube, ich nehme hier mal wieder den Ostrich. Ah, da kann natürlich überall drüber laufen. Ah, da kann sogar die Treppen hoch. Ja, war, glaube ich, eine ganz gute Idee, dass ich den genommen habe. So, hier ist jetzt erstmal Schluss. Wobei, nee. Den abschießen. Und vielleicht ist ja da oben irgendwas. Ah, okay. Ah, da holen wir uns auch den Star. Und schnell unten weiter. Ist da oben irgendwas? Oh, da hinten ist das Leben. Das will ich auf jeden Fall haben. Würde ich sagen, umziehen und mitkommen. Oh, da brauchen wir schon wieder hier ihn. Oh, nehme ich mit. Okay. Hier wieder umziehen. Oh, wir können sogar zusammen die Leiter hoch. So, und da oben war doch was. Versuchen wir es mit dem Frosch. Nein, nicht den. Den Frosch. Haha. Hat geklappt. Komm, andere Richtung. Boing, boing. Oh, oh! Was war das denn? Der hat eine Kanone. Ist auch unbesiegbar, offenbar. Ja, ich versuche den mal von hinten abzuschießen. Ja, da geht das natürlich auf Anhieb. Und wir haben das zweite Level auch geschafft. Und ich habe 3 Sterne gefunden. So ein Mist. Wieso habe ich denn nur 3 gefunden? Ah, ob mir das vielleicht irgendwann nochmal zum Verhängnis wird.
Und jetzt gehe ich nochmal zur Start-Village hier. Und gehe zu ihm hier. Und der hat doch irgendwie was gehabt. You won't drop gold mit dem Holy Wallet. Habe ich ja. Kaufe ich. Können wir sonst noch was kaufen? Protect against... Oh, und hier, dass uns die Zeit nicht ausgeht. Okay. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh, und jetzt sind wir hier in der Castle Entrance. Also hier wird es jetzt diesen... This looks like the place. I sense great evil. Be careful. Hamel. Do I really need to go in there? Of course. I don't have any weapons. How am I gonna beat the monsters? This guy is a hero. Oh. Oh, und ihr seht, ich habe auch nur zwei Herzen noch. Also das hat er sich offensichtlich gemerkt vom letzten Mal. Und ihr wisst ja, in dem Schloss soll ja angeblich der böse Thibaut sein. Oh, hier kommt's auf Timing an. Hilfe, einfach durch. Was haben wir hier? Was war das? Found the robot costume. Was kann das? The robot destroys walls when jumped on. Aber erstmal brauchen wir wieder ihn hier, glaube ich. Ach nee, da sind ja Wände. Okay, dann vielleicht doch den Robot. Oh! Der ist ja klasse. Los, haut drauf! Yeah! Sehr lustig gemacht. Los, hau! Oh, was ist denn das? Wieso ist er denn jetzt wieder... Wieso hat er sich denn eben verwandelt? Ach, ich muss, glaube ich, oben drauf springen, damit er... Ja, ja, genau. Ich muss... Oh Gott. Ist das lustig. Ja, Leute, und ob wir... oh, ich muss mich ducken. Ob der Robot beim nächsten Mal auch noch lebt und ich mit einem Herzen lebe oder jetzt noch drauf gehe? Nein, Gott sei Dank nicht. Das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann.